So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Und ich habe mal wieder null Plan, wo ich hier eigentlich gerade bin. Aber das werden wir schon rauskriegen. Denn was wollten wir jetzt eigentlich tun? Wir wollten, glaube ich, die Göttin des Gemetzels beenden, ne? Die Nachstellung des Kampfes zwischen Sachmet und Isfet wird durch die Abwesenheit von Sachmets Kämpfer gefährdet. Bayek muss für ihn einspringen. Genau, das war das. Und dafür kriegen wir eine legendäre Montur. Und dieser Quest folgen wir jetzt einfach mal. Und schauen mal, wo uns das hinbringt. So, wir sollen nach da vorne. Und ja, wir schauen mal, wie gut wir uns da schlagen werden. Eigentlich haben wir ja hier sehr viel Arbeit gemacht in Jammu. Und deswegen schauen wir einfach mal, was uns da erwartet. Vielleicht hätte ich doch das Pferd nehmen sollen, obwohl wir sind jetzt gleich da. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. So, dann schauen wir doch mal. Nein, weiter runter. Okay, da sollen wir hin. Dann machen wir das doch mal. Und laufen geschwind dahin. Mal schauen, was wir dort tun sollen. Also wir sollen kämpfen. So viel ist sicher. Das ist sicher, Pamu. Der Mann stinkt nach Bier. Okay. Hallo, Pamu. Komm mit. Danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Tja, zum Glück war ich gerade in der Nähe. So, dann gehen wir mal von der Taverne weg und bringen ihn zum Tempel. Aber in dem Zustand kann er definitiv nicht kämpfen. Würde mich sehr, sehr wundern, wenn er das kann. Aber ich muss sagen, Bayek ist dafür, dass er jemanden trägt, trotzdem noch sehr, sehr schnell unterwegs. Obwohl die Laufwege gerade ein bisschen lang sind, aber okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Laufen wir einmal durchs Wasser. Obwohl, das ist kein Wasser. Ja, ja, ganz ruhig. Gibt's ja echt Missionsziele? Ah, wir müssen noch die Papyrusrolle finden, die versteckte. Kriegen wir aber auch noch hin. So. Wo ist das denn? Das muss doch hier in der Nähe sein. Ah, hier vorne. Menet, das ist Pamu. Was ist mit ihm geschehen? Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster. Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn's nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Okay. Wie ich schon erwartet habe, springen wir ein. Und ja, dementsprechend sagen wir jetzt dem Hohepriester, hey, ich bin dein Mann. Ich mach das. Euer Mann, auf den ihr gesetzt habt, ist leider nicht in der Lage zu kämpfen. So, da ist der Hohepriester. Hallo, Hohepriester. Eure Heiligkeit, ich will hier für Sachmet kämpfen. Du bist nicht Pamu. Er spielt immer die Sachmet. Pamu ist krank. Er erholt sich gerade im Tempel. Schön. Folge mir. Auch wenn dies kein echter Kampf ist, musst du immer wachsam bleiben. Nur keine Angst. Ich werde Sachmet alle Ehre machen. Danken wir allen Gästen für ihre Anwesenheit in dieser heiligen Nacht. Okay. Wir laden euch herzlich ein, unseren feierlichen Bräuchen beizuwohnen. Wir offenbaren euch ein Ritual, das uns schon viele Jahrhunderte beschützt hat.
Nun richtet alle Augen auf die Kriegerin, der die zwei Himmel offen stehen. Und sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen, wird Isfet, die Unheilvolle, die Göttin Sachmet vernichten. Und Jamu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt. Aber sind eure Herzen rein, wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten des Chaos. Okay. Lasst den Kampf beginnen! Seit undenklichen Zeiten hat Sachmet Löwen uns schon vor Isfets Gier behütet. Sie wird Isfet erneut war einst die Gefährtin von Ma'at, der Göttin okay, der Isfet. Sie manipulierte ihre Waagschalen und fraß sich fett an den Seelen der Sterblichen. Aua, der Typ ist ein bisschen krass drauf. Ich werde mal eben regenerieren. Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie nicht der ist stark. Wieso ist der so stark? Ja. Ist nur leider nicht so einfach. So, komm her. Ja, ich kriege hier gerade zu sehr auf die Fresse. Okay. Sachmet, kämpfe für das Leben. Was ist? Der hält echt eine Menge aus. Nein. Und cool. Erstmal wieder regenerieren. So. Oh je, oh je. Ich glaube, ich konnte nicht gewinnen. Kämpfer! Onkel Bayer dein Rückgrat ist ein guter Kämpfer. Aus Gold. Ich hab und ihn schon mal kämpfen sehen. Voller Herrlichkeit. Die Göttin beschützt ihren Kämpfen vor allen Unrecht. So. Nein. Nein. Die Dunkelheit. Der ist. Sachmet, verjage unser Unglück. Führt deine Hand. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Der ist übel drauf. Deine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Ach du, meine Fresse. Deine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Lässt du mich wohl in Ruhe? Nein. Ach du meine Güte, ist der stark. Oh Mann, ich versuche. Ich komme immer durcheinander. Du schaffst das! So. Der Sachmet drängt das Chaos zurück. Nein. Sachmets Macht uncool, uncool. Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos Sachmet, zurück. Kämpfe für das Leben. In deiner Brust glüht das rote Herz von der Göttin. Okay, seht ah. Nur, wie Sachmet ihrem Günstling die Kraft einflößt. Welcher ist Sachmet und welcher ist Fett? Oh Mann.
Ich krieg hier nur auf den Sack gerade. Der Kampf ist echt hart. Ah. Oh je. Oh Mann. Ich krieg diesen Kampf nicht. Ich setze mich immer wieder zurück. Für deine Hand. Sei vorsichtig, Onkel. Je schwächer du wirst, desto stärker werde ich. Das Chaos wird sie. Oh Mann. Sachmet hat ihrem Kämpfer neuen Mut eingehaucht. Welcher ist Sachmet und welcher ist Fett? Ich kann nicht mal mit dem heftigen Schlag ihn durchbrechen. Deine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Sie wird Isfet erneut unterwerfen. So. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Die Fänge der Meine Güte. Ich versuch's schon. Aber der Typ hält einfach unmenschliche Sachen aus. Das ist. Was ist das für ein Kampf? Der ist nicht Stufe 7. Nie im Leben. Kämpfer der Sachmet, sei stolz! Onkel Bayer ist ein guter Kämpfer. Ich hab ihn schon mal kämpfen sehen. Vor allen Unreinheiten. Ja. Lass mich für dich kämpfen, Onkel Bayek. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Der Kämpfer möge Sachmet uns beschützen. Das Chaos zurück. Die Fänge ich versuche mein Bestes, aber der Typ ist einfach zu heftig. Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Der Kämpfer der Sachmet drängt Sachmet, das Chaos zurück. Unglück. Sachmets Macht. So. Ist irgendwas normal? Ich kann. Ich bin kein Speertyp. Definitiv nicht. Okay, zurückweichen. So. Weil ich, wisst ihr, ich weiche aus und es nützt halt einfach null. Dieser Kampf regt mich gerade unglaublich auf. Ich meine, ich kann anscheinend nicht verlieren, aber trotzdem, das ist halt voll assi gerade, was die hier machen. Sachmet hat ihrem Kämpfer neuen Mut eingehaucht. Ja. Meine Güte. Stirb. Lass mich für dich kämpfen, Onkel Bayek. Die Fänge der Löwen. Ach, stirb. Fahr zur Hölle. Meine Güte. Ich meine, wie oft ich ihn treffe und ich ihm nichts ausrichten kann, ne? Oh Mann. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Welcher ist Sachmet und welcher ist es? So. Seine Waffe ah, komm schon. Feuer der Sachmet. Die Fänge der Löwen zerreißen die Dunkelheit. Möge Sachmet uns beschützen. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Die Fänge der Meine Löwen Güte. Zerreißen die Dunkelheit. Nein, nein. Oh, er war doch fast down. Er war doch fast down. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Kämpfer, ganz ehrlich, das ist eine Hurensohn-Mission. Assassin's Creed, das könnt ihr besser. Ich hab
hab ihn schon mal. Meine Fresse. Stirb doch einfach. Stirb einfach. Meine Güte. Du hast gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich. Ah, die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Isfet war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außerhalb von Yamu. Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Yamu. Wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. Okay. Ich habe gerade einen Erfolg freigeschaltet, das Festspiel. Aber ganz... Behalte die Maske und den Stab der Göttin als bescheidenes Zeichen unseres Respekts. Okay, Sachmuskostüm. Warum habe ich jetzt eine Kapuze auf einmal auf? Muss ich das verstehen? Naja. Ich gehe jetzt erstmal hier raus, damit hier ein bisschen Ruhe ist, damit ich mich verabschieden kann. Ja, die Sache ist halt einfach die, dass, ja, wie soll ich es sagen? Dieser Kampf war richtig mies, Ubisoft. Ganz ehrlich, ich war levelmäßig überlegen und trotzdem habe ich die ganze Zeit die Kürzeren gezogen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber auf jeden Fall beende ich jetzt die Folge hier oben. Und ja, wenn euch die Folge trotzdem irgendwie gefallen hat, ich könnte es nicht nachvollziehen, aber dann hinterlasst doch gerne ein Like. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Origins wieder, wenn ihr denn Zeit und Lust habt. Also macht's gut und bis zur nächsten Folge.